Commentary wird gesponsert von Finnish Oxfirkschnies. Sehen Sie, wie es wirkt. Auf geht's, ab geht's, das ist Halo 2. Benny springt jetzt hoch zur Snipe, das ist Halo 2. Ich kenne die Map nicht, ehrlich gesagt. Echt nicht? Fuck. Genau, wir mussten nämlich gerade die MCC neu starten, deswegen ist jetzt die Grafik ein bisschen schlechter geworden. Genau. Ja, man, die Grafik ist schlechter geworden, ja. Aber ich glaube, erträglich, ne? Ja. Genau, also die haben auch so ein spezielles Feature eingebaut, dass wenn ihr die Master Chief Collection neu starten müsst, so alle 10 Minuten, weil es natürlich abspackt und damit die Xbox One nicht so viel Energie frisst, deswegen wird dann die Grafik sehr stark unterskaliert. Das ist halt so eine neue Next-Gen-Idee von Microsoft gewesen. Oh ja. Das, hey, vor allem, das finde ich lustig, ne? Hier bin ich viel besser als, ja, bei den anderen Halos, ich weiß auch nicht. Wie war einfach mal schon wieder 5 gegen 3 spielen? Durch einen AFK-Typ töten, Anni hat das verdient, oder? Ich will ihn töten. Mach die ihn geh weg. Hä? Er ist wieder weg vom AFK. Ja gut, hier. Gebt ihn richtig. Oh ja, noch 2 Gegner. Jetzt gewinnen wir endlich mal. Oh! Xbox record that. Xbox record that. Danke, Xbox. Ich liebe es, wenn meine Kinect mich sofort versteht. Kennt ihr dieses Video mit, wo sich einer Xbox ja, Turn-Off genau. genannt hat? Und ja, dann haben das alle immer geraged und dann ist deren Xbox ausgegangen. Aber ich glaube, das war ein bisschen dargestellt, oder? So. Heute war nicht. Ich glaube, es gibt so dumme Menschen. Ja, okay. Das kann sein. Ja, nee, das glaube ich schon. Ich sag mal, die Xbox haben sie ja meistens nicht ausgeschaltet, weil die Xbox fragt ja dann vorher nochmal, wollen sie das wirklich machen? Oh. Da haben sie es dann die meisten dann doch schon gecheckt, aber... Pass mal auf, ja, jetzt kommt übelst. Aber das Video war ganz witzig, also ich habe auch echt lachen müssen, wo ich es zum ersten Mal so. Ist das eine Map aus der Kampagne? Dieses Metropolis, oder wie das hieß? Metropole? Aus dieser Keine Ahnung. Es ist angelehnt daran, ja, also es ist ein Stadtteil hier von Neu-Mombasa, aber es ist jetzt so ähnlich, nur ähnlich. Ich habe es Snipe gefunden. Kampagne. Was? Er assassinated mich von vorn. Was ist los mit ihm, ey? Könnt ihr eigentlich die ganzen Glitches hier bei Halo 2? So à la Double Punch und BXR und Double Shot. Bis vor 2 Wochen konnte ich es noch, aber wie gesagt, ich weiß nicht. Also ich habe eh nie mit Halo aufgehört und stattdessen mache ich irgendwie jetzt halt Sport, ja? Oh. Ja, ich hab mir vorgenommen, jetzt Profi-Bodybuilder zu werden. Ja. Mm. Oh. Nee, bei mir ist es so alle 5 Jahre kommt halt was Neues, ja. Damals wollte ich Profi-Schwimmer werden, da war ich 6 Jahre lang im Schwimmverein. Dann wollte ich Profi-Xbox-Spieler werden, da habe ich 6 Jahre Xbox gesuchtet, ja. Dann habe ich, dann wollte ich unbedingt Profi-Editor werden, dann, naja, ich glaube 4 Jahre lang, glaube ich, hat das gehalten. Und ich bin nie Profi geworden, nee. Und jetzt will ich Profi-Bodybuilder werden, ja, keine Ahnung. Wehe, du lässt dir kein Halo-Tattoo stechen. Ja. So ein Master Chief mit so richtigen, keine Ahnung, 60er Bizeps, so, weißt du so. Komm, das muss ich jetzt für das Thumbnail machen. Ja. Ah, du musst es du musst es selber versuchen zu photoshoppen, war so ganz billig, ja, damit halt, ja. Wir wollen ja keinen verschrecken. Ja, okay. Wie viele Gegner haben wir jetzt? Jetzt haben wir nur noch einen Gegner, ne? Ich dachte mir vor 2 Minuten schon so, hey Leute, wir sind richtig gut, wir sind in der Führung, ja. Dann guck ich so auf hier, Scoreboard, ja. Ein Gegner, okay. Aber, ja. Mhm.
Er sitzt echt dort hinten. Ey, die Verstecke, die kenne ich noch damals von der LAN, wo wir noch Hide and Seek gespielt haben, ey. Geil. Herrlich, ey. Ding ist, bei COD4 auf dem PC gibt es ja auch das Hide and Seek, oder wie es heißt. Also, da kannst du dich dann so Gegenstände verwandeln, ja. Das ist mega witzig. Da verwandelst du dich halt irgendwie so, ich weiß nicht, Kühlschrank, und dann sieht der Typ halt, der wahrscheinlich die Leute suchen muss, sieht so einen Kühlschrank auf der Map so rumlaufen, ja, so. Total bescheuert. Oder du kannst dich halt in so einen Ziegelstein verwandeln, und auf der Map sind halt schon so Ziegelsteine, ja, so bei so einer Stelle, ja. Ne? Und da stellst du dich einfach neben die Ziegelsteine. Das ist mega witzig, so. Musst du halt mal googeln, also bei YouTube eingeben. Das habe ich schon mal gesehen hier, Props Hunt oder so heißt das. Ja, genau. So heißt es, genau. Nee, Hide and Seek oder was anderes, genau, Props Hunter. Leute, ich finde einfach keinen Gegner, ja? Nein. Ich habe mich so gefreut, dass ich die Sniper gefunden habe. Mit Bumper Jumper geht das so scheiße. Ach, Schmarrn. Ey. Wer war das? Ich habe doch einen Snapshot. LOL. Will unser Moderator kurz einen Cut anleiten, damit wir gleich noch ein Spiel machen können? Weil, keine Ahnung, nicht, dass das hier zu langweilig wird. Wollen wir noch einen Cut machen, ja? Wegen wollt ihr nicht noch hier Commentary machen? Danach machen wir noch ein Spiel, damit wir auch mal ehrlich gewinnen. Nee, ich meine, wie lange seid ihr noch an? Na, online bin ich schon noch eine Weile. Okay. Und aber Flashy, wie sieht's mit dir aus? Weil du gehst ja meistens immer schon ziemlich früh offline. Nö, heute geht's eigentlich. Komm, oh, heute. Unser Moderator, unser Radiotalent kann eben einen Cut einsprechen. Ja, yeah, ich bin Venny und ich approve diese Message und wir machen noch einen Cut und vielleicht ist beim nächsten Spiel tatsächlich mal was los. In welchen Halo auch immer. Und ja, bis nachher. So Leute, ich bin's wieder, keiner von der Keiner Gaming und wir sind wieder zurück in der Master Chief Collection nach 1000-mal Neustart und ja. Es ist 10.45 Uhr. Es ist 10.45 Uhr, es ist 46. Die Nachrichten, immer 10 Minuten früher. 15, es ist 10 vor. Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Markus Winter und wir präsentieren Ihnen die 10 Minuten Nachrichten in der Master Chief Collection. Oh, ja, und wir bekommen gerade Breaking News rein. Es soll tatsächlich ein Spieler geschafft haben, in der MCC ein Spiel zu spielen. Ich wiederhole, ein Spieler soll ein Spiel gespielt haben. Wir haben diese Meldung bis jetzt noch nicht bestätigen können. Wir halten sie aber auf den Laufenden. Oh, jetzt ist ein Moderator vor Ort, der Herbert. Ich stehe hier vor der Lobby von Spieler X. Ach, kommt, ey. Was soll denn das noch werden? Noch eine Person wird gesucht. Wanted. Wanted. <Ja. lacht> Genau. Also, wer noch mitmachen möchte, wir haben hier eine Wildcard zu vergeben. Ein Spieler wird noch gesucht. Der dann so richtig gegen uns abscheißen kann. Oh yeah. Oh yeah. Nun dürfen wir hier auf dem Es hat mal die Klappe, wir müssen wieder hier anmoderieren. Flash to the Sun, alles klar. Ja, Halo. Und los. Exklusive Map von dem Phantom 1400, der Rad frisch gezaubert hat. Ganz kurz nur für die Zuschauer, weil die Master Chief einfach, naja, unspielbar ist. Man kann es nicht anders ausdrücken. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir auf der Map vom Bruder vom Flash Tigers einfach mal ein bisschen so Custom spielen und ja. Und jetzt werde ich immer gewinnen. Ja, ich werde hier erster Platz. Ne? Wir werden alle, komm, wir werden alle. Wir werden alle Erster, genau. Wir brechen jetzt ab, wir brechen jetzt ab. Es gibt keinen Zweitplatz. Es sind alle Sieger der Herzen. Kennst du auch den Clan? Sieger der Herzen. So, könnt ihr schon spielen? Oh Gott, ja, jetzt geht's, okay. Alter, naja. Es ist dunkel. Ich hab 30 FPS, es ist dunkel. Yeah! Hier, altes Hate-Feeling. Ja. Hey, du scheiß Headlitcher. Okay, warte mal. Oh, fuck, du scheiß Headlitcher. Das kann nicht wahr sein.
Nee, jetzt, also jetzt in den Weihnachtsferien, dann mache ich auf jeden Fall so ein richtig krankes, versuche ich mal ein richtig krankes Halo-Commentary, wo ich einfach mal wie so ein bekloppter Uprager, wisst schon, wie so Eldritch hart am Limit, also einfach halt mal wirklich hier die Sau rauslassen, ja? Weil, keine Ahnung. Benni, wir dürfen uns noch nicht ansprechen, aber er ist auf dem guten Weg, oder? Ja, ich bin auf dem guten Weg. Ja, doch, schon. Wegen hier Project X hier, was wir hier, ne? Ah, okay. Ey. Ach, die Map ist ein bisschen überladen, ne? Oder warum lenkt das? Ja, die ist echt ein bisschen. Ich weiß ja nicht. Wie viele Bausteine hat denn dein Bruder verwendet? Ich weiß nicht. Also, die wurde gerade vor 5 Minuten fertig oder irgendwie so. Ach so, okay. Ja, wie gesagt, die. Ja, da gibt's halt so ein paar Lecks und so, Banane. Ah, wenn ich mal nicht verfolge, ich so eine Stunde und dann falle ich runter, weißt du, du springst so wie Klippe, ich auch, und dann natürlich ich zu spät oder zu früh, ich weiß auch nicht. Tja, jetzt ist er weg, ja, wo ist er denn? Da ist er. Oh Mann. Na, nee, keine Ahnung, ich bin so schlecht in Halo geworden. Alter. Ich darf gewinnen. Ach, es geht bis 15, oder? Wir können bis 15 machen. Ich habe einfach 7 Minuten angestellt. Ach so. Jojo. Aber bleib doch ein bisschen länger online, Flashy. Ma! Ich bin doch jetzt noch hier drin. Ihr könnt mich ja noch hören. Jetzt nicht schon trauern. Ihr seid so überwältigend, wir können nicht mehr reden, ne? Oh Mann. Ich hab meinen Finger verschluckt. Stell dir vor, man könnte theoretisch seine Zunge verschlucken, das wäre schon irgendwie ekelhaft. Das wäre irgendwie scheiße. Was? Ich wäre auch Kandidat, ich würde es einfach hinkriegen. Oh yeah. Aber wisst ihr, das geil wäre, so ein, ich weiß nicht, so ein Anime, ja? Anime? So Halo-mäßig, ja? Oder über Halo direkt, so. Ich weiß auch nicht. Aber es auch wirklich richtig viel Qualität hat, wisst ihr so. Oh Mann. Da fand ich ja schon wieder so Halo Legends war da eigentlich schon ziemlich cool. Ja, sowas halt in der Richtung. Ja, aber ich meine halt dann noch mehr so, keine Ahnung, wie von, ich weiß nicht, Attack on Titan oder Sword Art Online, falls ihr die kennt. Also halt, ich hab so keine Ahnung. Achso, okay. Ich kenn bloß was auf RTL 2 damals. Dragon und Pokémon und Digimon. Und Berlin Tag und Nacht und so, ne? Nein! Damals! Berlin Tag und Nacht, ey! Aber ich bin voll angepisst, dass der Kinomus nicht funktioniert, weil meine scheiß Community-Montage, ja, die muss ich auch hier auf Glatteis. Auf Glatteis setzen, ganz genau. Also die wird auf jeden Fall immer noch kommen, aber wann, das ist, ja, steht halt überhaupt nicht fest. Und ich habe mir halt vorgenommen, dann das Intro davon wirklich wie von so einem Anime zu machen, so ein Opening, wisst ihr? Okay. Aber ich wette, das dauert mega lang, ja, weil selbst für mein von Zurex Montage, von diese Comicblätter, die so blättern, ja, wie von Marvel Comics, da habe ich schon Monate irgendwie vergeudet, ja. Und dann auch dann sowas ähnliches in 2D und dann, ach, das ist da bin ich lange beschäftigt, weil das. Ey, immer wenn ich Vanni sehe, oder Vanni hier, dann hat er immer diese komische Alien-Sniper in der Hand. Die hört sich an in einem CC wie ein Staubsauger. Also, Ton ist total. Was? Er hat mich geschichtet. Das kann nicht wahr sein. Oh, du hast ein Schwert. Ja. Was ist los mit dir? Ich hab's gefunden. Ich hab noch nicht rausgekriegt, wo die Snipe liegt. Die habe ich mir bis jetzt immer von irgendwelchen mitgenommen. Ja, die liegt, glaube ich, keine Ahnung, wo liegt die? Top Mitte, Mann, ne? Ja, genau, Top Mitte, ja. Und das Schwert liegt ja bei der roten Basis, ja? Rotes Schwert, rote Basis. Ja, genau. Ganz gut merken, ja. Nö, wenn die Map nicht so rumlecken würde, also ich finde die echt gut. Wirklich, also. So free for all, ja? Oder halt so zombie-mäßig oder ich weiß nicht, was kann man hier alles spielen? Juggernaut, genau, sowas in der Richtung. Dafür ist sie, glaube ich, ganz gut geeignet. Ja, das stimmt. FA ist ja bestimmt ordentlich fetzig. Kannst du stehen Leute bleiben, ja? Da, Dankeschön. Du.
Das ist natürlich scheiße, ne? Dass Bungie ein. Ich sag immer Bungie, Alter. 343. 343 darf da. Ne, das hier 343 lässt sich halt solche Maps halt bauen, ne? Ohne Probleme. Mhm. Und können dann aber nie gewährleisten, dass die ruckelfrei laufen. Das ist irgendwie. Ja, ja, das hast du recht. Das ist echt blöd. Das war schon bei Reach. Bei Reach gab es ja so Leute, die haben ja gemoddet, ja. Da hattest du irgendwie statt, ich glaube, 10.000 Geld oder was auch immer das war für eine Währung, hattest du dann irgendwie 100.000, ja. Da konntest du halt irgendwie mal irgendwie oder das 10, 20, 30-fache von den ganzen Gegenständen verbauen. Und selbst da hat die Karte nicht geleckt, ja. Und hier, also, wo du halt nicht mal die maximale Anzahl von den Dingern verbaust, ja. Ja, ruckelt das ist und schön. Das ist irgendwie, naja. Oh, scheiße, da bin ich halt auch gut. Und da keiner auch. Jetzt in der letzten Minute. Der Venny, der Venny. Was cool ist, man hat jetzt, wenn man Select drückt, den Timer. Da kann man jetzt sehen. Also auch wenn man tot ist und so. Und ob man Select hat, man den Timer. Ah, okay, ist gut. Oh, 20 Sekunden. Benny, komm her. Komm her. Hör auf, dich hinten zu stecken. Doch, natürlich. Ich bin gar nicht mehr da. Er ist wirklich nicht mehr da. Wo bist du denn hin? Da. Er ist weg. Da ist er. Durch die Bäume hat mich genommen. Oh, durch den Busch. Oh Gott, los, kommt durch den Busch. Busch, Alter. Oh. Das ist echt so. Xbox, record that. Xbox, record that. Xbox, fick dich. Du Schlampe. Ja, Herr Benny. Ja, oh, die ganzen Kinder hören uns zu. Hallo, Kinder. Okay, na, alles das war jetzt klar. Das letzte Spiel. Wir müssen uns verabschieden. Wir müssen uns verabschieden, ja. Es war ein wunderschöner Tag. Ich hab gehört, ihr spielt noch 2 Stunden mit mir. Mhm. Ja. Keine 2 Stunden, na schade. Ja. Ich muss gucken, was in der GVA-Phase ist. Genau, und ich werde jetzt ein paar Appelle setzen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, die da unten sind. Da war ein bisschen fleißig. Ob ihr so einen Scheiß nochmal sehen möchtet. Oder was ihr noch so haben möchtet. Zum Beispiel können wir mal wieder Community-Zocken machen. Wenn wir mal hier, wenn die Lobby mal funktionieren würde. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es so findet. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch ein paar Links, wie was wir angesprochen haben. Zum Beispiel Sorgs Montage mit dem Intro von Dakana Gaming. Oder wie ihr Maps einsenden könnt, sehr wie zum Beispiel so eine. Boah, ich kann die Werbung machen. Ja, ich verabschiede mich und lasse den letzten Worten an Vinny und da keiner. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Vinny, du kommst zuerst. Mach's gut. Sind wir jetzt allein? Ja. Ich glaube, er ist weg. Ja, er ist weg. Ja. Okay. Dann drücke ich jetzt mal auf den roten Knopf und lass das Matchmaking wieder funktionieren. Ja. So, Matchmaking wieder. Dedicated Server freigeben? Ja, nein. Ja. Okay. Nee, okay, ja, wir gehen ja auch schon. Mhm. Bitte ihr nicht weiter Ohren- und Augenkrebs kriegt. Nee, es wäre halt schon cool, wenn irgendjemand einen guten Upload hätte und dass wir es halt einfach dann streamen oder ich weiß auch nicht. Ja, ne? Oder das Community Talk oder irgendwas. Also, wenn jemand von euch einen guten Upload hat, dann seid ihr unser Mann oder unsere Frau. Oder? Oder was auch immer, ne? Oder was auch immer. Oder Wurst, ne? Ja, ihr seid die beste Wurst. Die Upload-Wurst. Aber ich weiß nicht, warum ihr immer noch zuhört. Es gibt keine Abmoderation mehr. Haut ab. Geht weg. Genau, jetzt ganz zum Schluss verlosen wir noch 20 Xbox Ones. Schreibt eine Mail mit der Nachricht. Ja. Ja, aber wenn ich stell dir vor, ja, wirklich so ein total dummes Commentary, so 2 Stunden und wirklich, der sich das irgendwie zum Schluss anschaut, was eigentlich keiner tut, da werden halt wirklich Sachen so verlost oder irgendwas, weißt du? Ja, so. Das wird. Da wird halt so kurz gesagt, da muss man das und das machen oder auf die Seite gehen und dann das eingeben und dann kriegt man sofort das Ding. Also. Ja. Gewinnspiele sind super. Warte mal, ich glaub Flash ist noch da. Scheiße. Was? Oh mein Gott. Ja, Halo. Wichtige Sachen. Halo. Halo, komm.